Ich würde euch irgendeine Funktion empfehlen, die etwas einfacher zu konstruieren ist und wo man das dann auch super visualisieren kann. Und das ist die Wurzelfunktion, ja? Weil die Schüler die auch ab und zu brauchen und dann wissen sie den Befehl nicht. Natürlich könnte man jetzt x hoch ein halb schreiben, ja? Aber die Wurzel gibt man mit SQRT ein, was kundigen Benutzern eines Taschenrechners oder CAS-Systems nicht unbekannt ist, die Square Root. Und die dritte Wurzel ist Cubic Root, CBRT. Wenn ich Square Root von x eingebe, dann kriege ich mal die Wurzelfunktion außer. Und das ist was mir einfach extrem taugt, dass die Funktion wirklich als Wurzel aus x mit schönem LaTeX-Text dargestellt wird. Ja. Also nicht nur wieder x hoch ein halb, sondern da wird wirklich schön die Wurzel dargestellt. Gut, was hätte ich gern? Zwei Punkte, Sekanten, die sich entwickelt mit den jeweiligen Beschriftungen, genau das Delta X, Delta Y und dann den Differenzen und Differentialquotienten dargestellt, auch mit der Tangente. Ich klicke zwei Punkte auf die Funktion. Ich fange an irgendwo da an der Stelle 1, das ist dann eh relativ egal, weil es im Nachhinein ändern kann, und irgendwo da hinten an der Stelle 10, ungefähr in der Gegend. Und zwischen diesen oder mit diesen beiden Punkten hätte ich gerne eine Gerade. Jetzt kommt man wieder die ganzen Befehle verwenden, aber Gerade ist nichts anderes als ein geometrisches Objekt. Das habe ich da oben im dritten Werkzeug, Gerade durch zwei Punkte. Und die Gerade zeichnet die da ein. Klick einfach auf die zwei Punkte. Nur einmal, wenn ich nicht schnell bin, sofort schreien. Ich sage gerne nur mal was vor. Bei mir ist die Gerade jetzt nicht so dargestellt, wie man es gewohnt ist, mit y und kx plus d, deswegen lasse ich es nur mal so darstellen, wie ich es gerne hätte. Und Ziel ist es natürlich, den Schülern klar zu machen, was passiert, wenn diese beiden Punkte immer weiter zuwandern, dann kriege ich irgendwie die Tangente. Und auch da passiert wieder was, worüber ich mit Schülern diskutieren kann. Ihr seht das, wenn ich den Punkt dazu wandern lasse, die Gerade ist auf einmal weg. Das ist ja klar, weil ich kann ja nicht gerade durch einen Punkt definieren. Also müssen wir uns irgendwie ein Konstrukt überlegen, wie das geht, diese Tangente, dieses Tangentenproblem zu lösen. Hätte gern jetzt die Tangente, also ich hätte gern die Tangente da im Punkt A. Vorher habe ich es mit Klick gemacht, jetzt mache ich es mit Eingaben. Wenn ich glaube, der Befehl heißt Tangente, dann nehme ich Tangente. Und da gibt es jetzt, wie ihr seht, bei diesem Befehl sehr viele Möglichkeiten, wie ich die Tangente erzeugen kann. Der Befehl geht von der Syntax für verschiedene Dinge, Kreis, Kreis. Kann man sich vorstellen, was das wird? Tangente, Kreis, Kreis. Tangenten von einem Kreis an einen anderen, ja, muss man sich dann genau anschauen. Aber es geht natürlich für die Kegelschnitte, das war übrigens eines der ersten, was überhaupt in GeoGebra gegangen ist, das ist in 1.0 schon gegangen, Tangenten an einen Kegelschnitt zu legen. Ich verwende jetzt Tangente, Punkt und Funktion. Im Punkt A hätte ich gerne an die Funktion jetzt wieder vom Handling. Sobald ich A eingeben habe, drücke ich die Tabulator-Taste. Im Tabulator hinterlegt man das Feldfunktion, damit muss ich nicht immer alles auslöschen und brauche nur mal f reinschreiben, f von x oder f. Also das meine ich über Usability, über Benutzerfreundlichkeit, dass ich ganz schnell nicht immer wieder irgendwas löschen muss, sondern über Tabulator komme ich gleich zu der Auswahl. Passt das? Mit Enter bestätigt und wir haben unsere Tangente und das Ziel ist, dass die eine die andere deckt. Egal wo der Punkt jetzt eben ist. Dann, was möchte ich ja den Schülern klar machen? Es geht um diesen Differenzenquotient. Jetzt hätte ich gern wirklich da das reingezeichnet. Wirklich dieses Steigungsdreieck reingezeichnet. Ja, jetzt muss man halt ein bisschen konstruieren. Das ist was ich ja mit Schülern sicher nicht mache, sondern das bereite ich mir jetzt einmal vor.
aber ich hätte gern, dass da irgendwie beschriftet wird mit Delta Y, Delta X und so weiter. Jetzt muss ich da ein bisschen geometrisch konstruieren. Ich brauche eigentlich nur Punkte da unten, ja, Punkte, die die X-Koordinaten von A und die X-Koordinaten von B haben und auf der X-Achse sind, damit es immer abhängig von dem ist, klicke jetzt nicht nur drauf, sondern gebe es wieder über die Eingabe ein. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich jetzt eingeben muss, oder? X-Wert von A und an der Stelle 0. Wer kein Eingabe-Fan ist, der könnte es natürlich auch konstruieren mit Normalgeraden und Schneiden und sowas, ja. Aber ich gebe es jetzt einfach ein. Also X von A und 0, dann habe ich einen Punkt, der heißt bei mir jetzt C, und genauso mache ich, erweist es sich als vorteilhaft, wenn ich dieses Pfeil nach unten verwende, weil dann brauche ich eigentlich nur mehr da statt A groß B reinschreiben und dann habe ich auch meinen Punkt, der unterhalb von B liegt. Nur, wenn es Probleme gibt, bitte. Genau, das, den Punkt brauchen wir auch noch. Das war der nächste Punkt, oder? Ah, ich würde jetzt gern da noch das nach unten zeichnen, um klar zu machen, dass das der X1-Wert ist. Praktisch die zwei X-Werte durch voneinander abziehen. Also ich nehme recht gern diese Zwei-Punkt-Formel. Ah, das mit Delta X und so weiter. Genau und so weiter. Also diese zwei unterschiedlichen Sachen jetzt. Zwar in dem Gedankengang drin. Ja, also ich hätte gern da den X-Wert und da den X-Wert, also sprich da die Y-Komponente auch noch eingezeichnet. Das mache ich jetzt wieder geometrisch, Strecke zwischen zwei Punkte. Tue das wieder mit dem Werkzeug, drittes Werkzeugmenü ist das, erinnern, Strecke zwischen zwei Punkten. Die beiden Strecken noch einzeichnet. Das ist wirklich ein reines Zeichenprogramm. Einmal, ja. Das war in der Unterstufe, ist das immer so, dass natürlich die Schüler zeichnen damit, ja. Und dann sagen, wieso geht das nicht? Und wieso funktioniert die Farbe nicht? Und das und das. Und jetzt mache ich eben einmal bewusst eine geometrische Konstruktion, nicht den Punkt da eingeben, sondern ich hätte jetzt wirklich gern diesen Punkt geometrisch konstruiert. Was brauche ich dazu? Eine Senkrechte, die auf den Punkt drauf geht. Um euch wieder ein paar Werkzeuge zu zeigen. Da oben gibt es im vierten Werkzeug die senkrechte Gerade. Ja. Die senkrechte Gerade braucht natürlich zwei Argumente. Wo soll es durchgehen und auf welche Gerade? Und wenn ich jetzt Gerade, ich kann ja sogar die Strecke verwenden. Ich klicke die Strecke an und dann sehe ich schon, wird mir schon vorbereitet, aha, wo soll die Senkrechte durchgehen? Das ist auch jetzt neu. Durch diesen Punkt A soll es durchgehen und dann wird diese senkrechte Gerade konstruiert. Also in unserem Fall ist jetzt die Waagerechte. Und wer diese Eingaben nicht gerne mag da oben, der kann jetzt einfach sagen, schneide zwei Objekte. Das ist sehr vielfältig. Denkt man ein bisschen weiter an Funktionen, wo man zum Beispiel Nullstellen berechnen sollte. Ja, kann man das auch verwenden. Schneide zwei Objekte. Schneide jetzt diese Gerade mit dieser Strecke. Und klick hier und ich kriege den Schnittpunkt jetzt geometrisch konstruiert. Ja. Gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten, aber das wollte ich jetzt mit Hilfe dieser Konstruktion auch mit sagen. Wichtig ist jetzt, das ist wirklich wichtig, ich darf die Gerade nicht löschen, ja, diese senkrechte Gerade, weil ja der Schnittpunkt von dem abhängig ist. Einblenden oder ich möchte es eher ausblenden, das ist diese Gerade E, die tue ich wieder weg. Zumindest nicht angezeigt wird, löschen darf ich es nicht. Ja, und dann nur als letzten, ich mache jetzt nur die Konstruktion, diese Strecke von A bis E. Zur Kontrolle. Mache immer recht gern dazwischen immer diese Bewegen-Menü.
Bewegemodus, ist das eh noch immer alles interaktiv. Funktioniert das, wenn ich A und B verändere? Das passt perfekt. Ich hoffe, bei euch schaut es auch so aus. Woran könnte es liegen, wenn das manchmal hängt? Hängt? Ja, ich habe auch mal gesehen, dass es bei mir bei den Senkrechten PC-Problem oder was? Also das ist schwierig zu sagen. Weil eigentlich ist die Konstruktion nicht wirklich aufwendig gerade. Wie ist jetzt gerade? Also manchmal, wenn ich aus dem angehe, mit den freien Objekten was dranhängt, ja, dann kann ich die freien Objekte nicht mehr verziehen, außer ich schalte dann irgendwas Objekt wählen wieder aus. Ja, das, da muss man sich intern genau die Konstruktion anschauen, welche Abhängigkeiten das man hat, ja, welche rechenintensiven Abhängigkeiten man hat, weil eigentlich, sage ich mal, ist nicht, das, was wir da haben, ist nicht rechenintensiv, ja, aber wenn ich jetzt wirklich wahnsinnig viele komplexe, ich kenne das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit Zufallszahlen arbeite oder so, ja, wo ineinander verschachtelte Dinge sind, aber nicht nur einfach, sondern 5-6-fach, dann kommt man schon mal an die Leistungsgrenzen natürlich auch, ja, aber das ist eher Leistungsgrenze vom PC. So etwas, das, was Java hergibt. Gut, was hätte ich noch gern jetzt eingezeichnet, deswegen habe ich diese Strecken gemacht. Ich hätte gern das da noch bezeichnet, diese Waagrechte als Delta X, ja, damit wir wirklich da das auch sauber beschriftet haben. Jetzt heißt es G, das ist einfach der Name. Jedes Objekt kriegt der Reihe nach immer neue Namen und umbenennen kann ich jetzt einfach mit zum Schreiben anfangen. Aber jetzt kommt eben wieder was Neues dazu. Wie kriege ich jetzt Sonderzeichen rein? Und das ist vielleicht noch gar nicht so richtig aufgefallen, aber geht es mal auf jetzt umbenennen. Also nicht nur zum Schreiben fangen. Es ist bei jeder Eingabezeile in GeoGebra immer da so ein kleines Alpha. Schon gesehen? Dieses kleine Alpha, da sind die wichtigsten Sonderzeichen, die man eventuell brauchen könnte, drinnen. Also griechische Buchstaben, Pi und so weiter, E, auch Mengenoperatoren und so weiter. Und da kann ich mir jetzt das reinholen mit Delta X. Dann wird dieser Name umbenannt. Dann wird die Strecke wirklich umbenannt in Delta X. Ich kann jeden beliebigen Namen auch lange Zahlen nehmen, lange Beschriftungen nehmen. Wichtig die Unterscheidung, es gibt eine Beschriftung auch noch. Ja? Also man kann jetzt beim Namen, das muss immer ein zusammenhängendes drin sein, bei Beschriftungen kann man alles Mögliche reinschreiben, ja, also ganze Sätze. Aber ich nehme es jetzt wirklich gleich als neuer Namen. Hat das jeder? Dann müsste da Delta X stehen. Und ja, die Strecke, heute habe ich noch vergessen, von E nach B bei mir, das soll dann Delta Y sein, die muss ich jetzt noch geschwind einzeichnen. Strecke von E nach B. Und die benenne ich dann auch wieder um in Delta Y. Es gibt ein paar wieder Shortcuts. Also zuerst einzeichnen die Strecke. Es gibt wieder ein paar Shortcuts am auf der Tastatur. Zum Beispiel die griechischen Buchstaben kann man sich den meisten über Alt-GR holen. Also Alt-GR A liefert man Alpha. Nein, nicht Alt-GR. Alt, nur Alt und A liefert man Alpha. Alt, B, Beta und so weiter. Also ich kann mir da die griechischen Buchstaben auch über die Tastatureingabe schnell reinholen. Ein kleines Problem gibt es, und das bin ich auch erst vor kurzem drauf gekommen, wer mit Shortcuts im Betriebssystem arbeitet, muss ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich einmal einen Teilnehmer gehabt, der hat Alt irgendwas gedruckt, Alt E, und dann war, glaube ich, alles auf Englisch eingestellt, weil das der Shortcut war für die Betriebssprache Englisch oder sowas. Ja? Also da muss man ein wenig aufpassen, dass diese Shortcuts nicht überlaufen. Hat das auch jeder, diese Strecke von E nach B, dass das Delta Y ist? Ja? Gut, das war jetzt eigentlich nur mal diese grafische Entwicklung, wie jetzt dieses Bild einmal zusammenkriege. Und jetzt um das, was mir hauptsächlich geht in dem Beispiel, um dynamischen Text. Wie kann ich jetzt wirklich ablesen, was ist die Steigung und so weiter und so fort. Steigung von dem einen kann man ablesen 0,22, Steigung von der Tangente 0,5, und wie nähert sie das an? Dazu hätte ich gern die zwei Steigungen wieder berechnet, also mache ich noch einmal die Berechnung Steigung der Geraden A, das ist die Sekante,
und noch einmal die Steigung der Tangente. Das ist bei mir B. Um jetzt vor lauter Buchstaben nur das Richtige zu finden, würde ich das gleich jetzt umbenennen. Ja? Es steht zwar dann immer dabei, Steigung von A, Steigung von B. Ich würde jetzt die Gerade A nur umbenennen, dass das die Gerade S ist, für Sekante. Die kann es auch Sek nennen, von mir aus. Und die Gerade B würde ich umbenennen in T, das einfach markieren und zum Schreiben anfangen. Dann habe ich dieses Tangente definiert, S und T. Genauso auch die Steigungen würde ich jetzt nur umbenennen, Steigung von S und Steigung von T mit KS und KT. Und jetzt mache ich gleich was, um diese Index zu machen, ich schreibe K Unterstrich S. Dann haben wir wirklich absolut perfekt die Steigung der Sekante, dann ist das wirklich mit Index geschrieben und K Unterstrich T. Manchmal, und das ist wieder so ein Tipp, wenn ich größere Konstruktionen mache, tue ich erst ganz, ganz, ganz zum Schluss umbenennen. Speziell, wenn es dann um griechische Buchstaben geht oder irgendwelche längeren Eingaben. Es ist immer einfacher, dann auf die normalen Buchstaben, auf A, B, C, D, E und so weiter zuzugreifen, als wie wenn ich das jetzt nenne, Betriebsoptimum. Dann muss ich das bei jeder Konstruktion, die davon abhängig ist, wieder eingeben. Ja. Aber nachdem das eh alles im Nachhinein veränderbar ist, ist es kein Problem, dass ich zuerst die Konstruktion mache und dann erst ganz zum Schluss die sauberen Beschriftungen und sauberen Namen angebe. Okay, da herum, das ist für mich jetzt der Platz, wo ich recht gerne hätte, dass dort steht, Delta Y durch Delta X ist gleich, die Zahlen eingesetzt und dann soll die Steigung dort stehen. Und das soll sich interaktiv ändern. Und da gibt es eben das Werkzeug Text einfügen, das sich auch extrem verbessert hat. Man braucht kein LaTeX Experte mehr sein. LaTeX ist bekannt bei manchen, ja. Also diese Eingabesprache für mathematischen Text braucht man jetzt keiner. Wenn man es kann, ist perfekt. Man kann alle LaTeX-Befehle verwenden, die es so gibt, ja. Aber man braucht es nicht. Ihr wählt mal das Werkzeug aus, Text einfügen und klickt irgendwo hin, wo ihr den Text haben möchtet. Und dann kommt dieses Textmodul. So. Oben das Bearbeitungsfeld, unten ganz schön gleich die Vorschau. Wie kann ich das bearbeiten? Wenn ich jetzt einfach eingib Delta Y durch Delta X, also ich mache das jetzt einfach mal mit, schreibe einfach irgendwas hin, Delta X durch Delta Y, braucht es nicht mitschreiben, dann wird das einfach als Text dargestellt. Das ist relativ fad. Ja? Ich würde es ja wirklich in schönen LaTeX-Formeln haben und deswegen klicke ich da mal als allererster LaTeX-Formel an. Dann kommen so Dollarzeichen, das wird uns nicht stören, das heißt einfach nur, jetzt kommt LaTeX-Formel. Die LaTeX-Leiter unter euch wissen, dass man Brüche mit irgendwie Backslash-Frag gibt und so weiter, brauche ich nicht wissen, ich gebe einfach im Dropdown-Menü, gibt es alle möglichen und unmöglichen Dinge, die man eventuell als Mathematiker verwenden könnte, als Auswahl, als Formel-Edit im Endeffekt. Und jetzt hätte ich gern, dass da der Bruch dargestellt wird, A durch B, dann kommt da automatisch der LaTeX-Befehl einer, Backslash-Frag, Klammer AB. So nebenbei lernt man dann ein bisschen sogar LaTeX. Sag ich, ja. Aber entscheidend ist, da steht A und B, das ist genau das, was da unten oben und unten steht. Und jetzt brauchen wir nur mal eigentlich zusammenklicken, das ist ein bisschen Aufwand. Was soll da oben stehen? Welches Symbol hat Delta? Das kann ich entweder bei den Grundeinstellungen finden oder beim griechischen Alphabet. Ihr seht, es gibt sogar Fingerzeige. Also man kann da wirklich alles Mögliche einfügen. Alle möglichen Symbole. Basel zeigt es jetzt einfach so, dass dann dort steht Delta, Abstand Y und
Delta Abstand X. Schön ist, dass man es immer gleich die Kontrolle hat, wie schaut denn das dann aus, der Text. Dann. Passt das soweit? Ja? Dann hätte ich jetzt gern, dass dort steht, ist gleich und jetzt sollen wirklich die Zahlenwerte dargestellt werden. Und das ist jetzt ein kleiner Unterschied. Jetzt habe ich nur mal Text konstruiert und jetzt mache ich nur mal das Gleiche. Ich möchte noch einmal Wurzel und Bruch haben. Ist eigentlich egal bei Lattich. Kannst du es in einer Buchstabe weiterschreiben. Jetzt hätte ich aber gern statt diesen AB die wirklichen Werte, die sich aber immer ändern, interaktiv ändern. Also da soll jetzt wirklich stehen, bei mir ist jetzt Delta Y 2,59 und Delta X ist 11,88. Und damit ich mich jetzt auf das beziehen kann, brauche ich jetzt nur in den Objekten nachschauen. Jetzt soll jetzt in diesen Text soll ein Objekt eingefügt werden, nämlich, da sind eh alle Objekte vorgegeben, statt A soll Delta Y stehen. Und ihr seht, dass Folgendes passiert. Es wird also ein leichter Rahmen rundherum gemacht. Okay? Der Rahmen bedeutet, das ist jetzt ein Eingabefeld. Das heißt, da wird jetzt die Variable Delta Y, unten sieht man es eh schon, der Zahlenwert übernommen. Für die Leute, die da schon ein bisschen mehr wissen wollen, ich kann in diesem Eingabefeld sogar noch manipulieren. Das heißt, ich könnte da jetzt reinschreiben, mal 3, und dann wird diese Eingabe, dieses Delta Y, einfach mal 3 gerechnet. Das heißt, das ist wieder einfach ein Rechenfeld sogar. Aber das nur für die Leute, die da schon ein bisschen weiter. Okay, und genauso hole ich mir statt B das Objekt Delta X rein. Das B lösche ich noch außer. Und dann wird wirklich der Zahlenwert übernommen aus meiner Konstruktion, und zwar immer interaktiv. Ja, was hätte ich gern dann ausgerechnet? Ich könnte es jetzt ausrechnen lassen, aber wir haben das schon ausgerechnet. K von T, also wieder das Objekt, ist gleich K von S. K von S. Also durch dieses Klicken entsteht da oben so ein LaTeX-Ausdruck, der ist eigentlich ziemlich kompliziert. Ist nicht wichtig. Wichtig ist hier in der Vorschau, wie schaut denn das dann aus? Und sobald mir das gefällt, drücke ich auf OK und der Text wird an Ort und Stelle eingefügt. Und das war eben mein Bestreben, euch das zu zeigen, ich kann jetzt durch die Veränderung der Punkte dem Schüler klar machen, aha, die Steigung 0, irgendwas wird wirklich immer mehr, und was passiert, wenn die zwei Punkte aufeinander liegen, 0 durch 0, und da kommt kein Zahlenwert daraus. Ja, und um das zu... Ja. Ja, wenn ich genau drauf bin, sagt er 0 durch 0. Dann musst vielleicht die Punkte... Das liegt vielleicht daran, dass du mit der Maus nicht so genau verschieben kannst. Verschiebe mal die Punkte irgendwo Richtung 2, also wo... Er schreibt undefiniert hin, okay. Da schreibt er undefiniert hin. Da daneben. Okay, ja. Mag jetzt sein, dass meine Grundeinstellung ein bisschen anders ist. Also Übung. Okay. Hätte ich gern drunter stehen, jetzt Limes von dem Ganzen ist gleich und dass dann die Tangenten steigen wird, steht. Probiert's. Vielleicht irgendwie so Limes Delta Y durch Delta X ist gleich DY durch DX. Ist gleich die Tangentensteigung. Ja, ich schreibe es noch geschwind hin. Ein Limes gibt es übrigens.
wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen eine größere Herausforderung schon. Ja, da gibt's eigentlich schon der Lattich-Formel. Wenn du das Screen drauf schaust, gibt es ein eigenes Menü, das heißt Limes. Ja, klar. Stimmt, ja.
Ja, genau. Klicken wir drauf. Darf ich mal genau abbrechen? Dann gehst du in die Gestaltungsleiste. Dann wählst du es nochmal an, das Objekt. Achso, warte, ich gehe mal drauf. Ich teile damit oder nicht mehr. So, und jetzt kannst du die Schriftgröße von mitten, dann kann man es da rein. Okay. Ja, es ist halt ein wenig Herausforderung. Ich will einfach damit sagen, es ist schon alles möglich und alles sehr, sehr schön darstellbar. Nur es verlangt halt dann schon ein bisschen mehr Arbeit, ja, dass ich die einzelnen Bereiche dann sauber wirklich so kriege, wie ich es haben möchte. Ich habe mir da mal die Arbeit angetan und habe dann zum Beispiel ein Integral dargestellt, wo das dann mit Untersumme und Obersumme schön dargestellt wird, wie nähert sich das an, wie ändert sich das Delta, oder eine zweite Sache, wie wird die Fläche zwischen zwei Funktionen berechnet, gleich Schritt für Schritt wird es dann sauber ausgegeben, das sind halt dann Spielereien. Das, was ich euch damit sagen wollte, war ganz einfach die Eingabe von Text und die Möglichkeit über LaTeX zu arbeiten. Ich kann natürlich alles andere ebenso eingeben und kann dann irgendwelche andere Textobjekte dann einfügen. Das ist einfach nur ein Textobjekt. Vielleicht noch ein paar Sachen zu den Textobjekten. In der Gestaltungsleiste, wenn ihr euch die wieder einblenden lasst, Styling Bar, macht sie viel cooler als Gestaltungsleiste, kann ich die Schriftgröße noch ein bisschen ändern. Das ist eine LaTeX-Sache, also das ist nicht mit Punkte angegeben, sondern da kann man die unterschiedlichen Sachen, eine Java-Sache, die unterschiedlichen Java-Schriftgrößen einsetzen. Kann es eben auch noch ein bisschen fetter, kursiv gestalten, auch die Farbe ändern. Also da habe ich auch wieder alle Möglichkeiten zur Gestaltung. Und was auch sehr praktisch ist, ist irgendwas hervorheben durch irgendwelche Farben. Also jedes Objekt ist immer wieder über die Gestaltungsleiste zu definieren und zu ändern. Ein Doppelklick auf das Objekt liefert mir immer wieder die Bearbeitungsmöglichkeit. So auch beim Text. Und jetzt müsste man halt noch diverse Anpassungen vornehmen an Farben und Strichen und Linienstärken und so weiter. Genau, du markierst einfach das Steigungsdreieck und dann sagst andere Farbe. Das große, durch K von T, das markieren wir jetzt einfach und dann durch da die andere Farbe wählen, zum Beispiel Rot. Von A, E, B, oder zeichnest du einfach ein Dreieck nochmal. Ein Vieleck von A, E, B, ja. Genau, das zeichnet jetzt da zum Beispiel von A nach E nach B und wieder nach A und dann habe ich das Vieleck da drüber gezeichnet und dann habe ich das auch wieder. Zum Beispiel, also da lasse ich euch jetzt ein bisschen herumexperimentieren, noch, dass das ein wenig anpassen könnt nach euren Wünschen. Die Reihenfolge definiert A, E, B oder A. Das ist egal, es wird. Das Vieleck ist immer dann, so wie du es angeklickt hast, dann definiert, aber es ist egal. Es werden die Strecken konstruiert, ihr könnt die Vielecke dann auch, das Dreieck zum Beispiel auch noch anders färben, wer möchte.